So, wir fangen jetzt mit dem Pioneer-Laufwerk weiter an. Das ist das Pioneer BR-S09XLT. Ein Blu-ray-Brenner. Mit SATA 300 statt immer halt diese üblichen 150. Entschuldigung. So. Hier die Umverpackung. Überall Schutzfolie dran, so sieht es von vorne aus. Wunderschön, mit silbernem Knopf. Das ist halt das Schöne, das ist diesmal auch ein Laufwerk von der Firma Pioneer, was nach außen optisch aussieht. Das heißt, es soll ja immer mehr Multimedia-PCs ins Wohnzimmer halt gehen. Und immer wenn man die meisten Laufwerke sieht, die sehen hässlich aus, die sind schlicht. Deswegen hatte ich mir damals das von Samsung gekauft, mein Combo-Laufwerk. Also es war ein DVD-Brenner, aber mit einem Blu-ray-Laufwerk. Nur ich konnte keine BDs brennen, aber das sah von außen optisch sehr schön aus. Und leider hat Samsung jetzt keine mehr hergestellt. Und da ist Pioneer jetzt nachgezogen und das sieht zum Beispiel jetzt wieder schön aus. Also man kann es ruhig mal in ein Wohnzimmer einbauen, als Wohnzimmer-PC. So, SATA-Anschluss und SATA-Strom. Und hier oben sind noch ein paar Daten, wenn ihr das sehen wollt. Sonst ist das jetzt nichts weiteres dabei. Also das Laufwerk, stößt dann weg, dann halt ein bisschen Lektüre, dann Umverpackung und was ist noch ein Karton drin? Nix. Also alle. Auch keine. Zum Beispiel bei mir war noch im Laufwerk noch drin, bei meinem Samsung war zum Beispiel noch ein Abspielprogramm drin von Cyberlink, das Power Director. Das ist hier nicht dabei, weil so kann man ja leider keine BDs abspielen. Man braucht dann so ein Abspielprogramm separat. Und ja, auch ein schönes Ding. Das werde ich gleich einbauen wieder in den Rechner. Und dann sehen wir uns wieder. Bis denne und tschüss.